So, zu Cartman war unsere Aufgabe, ne? Ja. Zu Cartman. Wir gehen jetzt zu Cartman. Cartman ist cool. Gehen wir mal in den Charakterbogen. Da haben wir ein paar neue Sachen. Sammel 40 Kostüme. Benutze Lohherrscher, benutze 12 unterschiedliche Toiletten. Sammle 5 Yaoi-Kunstwerke. Besiege 10 Sechsklässler. Löse 20 Rätsel. Und sammle 10 Kunstagram-Follower. Meinen neuen Titel. Okay. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Verbündete. Ah, cool. Den haben wir hier unten? Haben wir noch nicht. Denmarsch, klasse Gadget. Hier haben wir Break. Charakterbogen nicht gefunden. Hä, ich hab den doch. Den nicht mitgenommen? Da muss ich nochmal hin. Ich dachte, habe ich den nicht eingesammelt? Hallo, Craigs Papa. Schlafzimmer? Falsch. Craigs Zimmer. Den hatte ich hier doch rausgenommen. Hä? Egal. Ja, wahrscheinlich. Was weiß ich. Keller wahrscheinlich nicht. Ich kann noch mal gucken. Stripe ist der beste Superpartner, den ich mir wünschen könnte. Na dann. Waschmaschine läuft auch. Und wieder raus. Naja, komisch. Und raus. So, jetzt aber. Party. Wir sind hier. Finde 10 Jahre hier ins Hauspark ist. Hier kam ich ja noch weiter. Henriette. Aber es gab doch in irgendeinem Haus noch. Hallo? Kann ich mit dir sprechen? Hey, hau dich. Okay. Gab es nicht in irgendeinem. War das bei Henriette oder war das bei Dan in der Hütte? Gab es doch noch ein Yaoi-Bild oder nicht? Wenn ich mich da jetzt gerade vertue. Da oben ist es. So, und jetzt? X drücken. Tem, Kapitulation. Ach, schön. Mach Von welchem Planeten kommst du denn, Melmark, immer noch. Machst du ein Foto mit mir? Nö, du bist doof. Das war Stans Haus, glaube ich, ne? Nee. Dir könnte ein wenig Aufsicht nicht schaden. Ach, halt die Fresse, blöde Kuh. Hier war ich schon. Gab's hier noch ein Yaoi-Bild? Ich weiß es gar nicht. Ich hab gar nicht so drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ah, hier sind wir. Mit den ganzen Zeitungen da unten, ey. Ach, Timmys Eltern, okay. Wir sind in Timmys Haus. Kann ich das kaputt machen? Nee. Schade. War die Toilette? Timmy! Timmy! Jimmy hat wirklich interessante Freunde. Ach, Jimmy, nicht Timmy. Timmy war der andere. Timmy. Herr Stopp, siehst du die ganzen roten Legos? Das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava? Nimm das, Kuhn, Freunde. Es war Chaos. Ganz recht, Kuhn. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Okay, könnt ihr abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Oha. Professor Chaos ist in the house. Oh.
Ach so. Jetzt schau dir das an, Mann! DLC-Pass. Den hier hab ich von Asher, ihr Schlampen! Ja, ist okay. Sechstklässler sind viel zu stark für dich. Geh einfach weiter. Schau sie nicht mal an. Hey, seht meine dumme kleine Viertklässler! Oh, oh. Nein. Oh. Oh Gott, ist das schrecklich. Nein. Upsi. Na, das lief ja super. Scheiße. Aber das gucken wir uns jetzt einmal an. Schön. Jetzt schau dir das an, Mann! So, diesmal laufen wir dran vorbei. Den hier habt ihr von Asher, ihr Schlampen! Aha, cooler Dude. Nee. Wie konnte ich denn nochmal. Nee, auch nicht? Wie konnte ich denn die. Ah, so war das, die Karte. Mein Haus. Irgendwo war doch noch. Nee, hier nicht. War das Haus? Irgendwo in der Garage konnte ich noch Sachen kaputt machen, oder? Speer? Cartmans Haus? Kann ich da was machen? Du benötigst eine andere Fähigkeit, um dieses Rätsel zu lösen. Ja, okay. Dann auf nach Karten. Hallo, ich bin wieder da. Fick. Dich. Mom. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Superheld sei schwerer als du dachtest, hä? Huh? Ist schon okay, du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Mitleid mit dir. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit. Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein starker Artefakt. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefakt-Slots zu stecken. Na los, probier's aus. Drücke, auf deinem Smart, um auf dein Smartphone zu sehen. Starte die Artefakt-App. Jedes Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Drücke, um deinen Artefaktplatz zu bearbeiten. Drücke A, um ein Artefakt auszurüsten. Ah, cool. Gut, das ist hier dieses Ubisoft. Das Teilkondensator. Entstand durch Technik. Geschwafel, falte es. Raumzeit transzendiert und verteilt den temporalen Abfluss entlang von vier Ringen. Okay, die Tachyon-Matrix. Was sind denn das? Kritischer Schaden, ultimative Krafterholung. Dass das was steigt, ja, ne? Plus 15 ultimative. Ah, okay. Von Gegnern gefürchtet, von Katalog vermarktet, beneidet, die Matrix erhöht, die Hirnsynapsengeschwindigkeit mit Hilfe von Tachyonpartikeln, Gesundheit plus. Sehe ich das richtig? Achso, nee, Rückstoß-Kombo-Schaden plus. Was haben wir hier? Aliensonde, MK2, wer kennt sie nicht? Dieses längere, dickere Modell wurde nur durch neueste Alien-Technologie möglich und bringt die kolorektale Belastbarkeit an ihre Grenzen, um die Wirksamkeit im Kampf zu maximieren. Status-Effekt-Schaden plus 20. Die Kette aus Elfenohren. Einige Elfenohren, die geerntet, getrocknet und mit dunkler Magie verzaubert worden sind. Ultimative Krafterholung plus 15.
Junior Kuhn and Friend Gyro. Ach, das ist so ein scheiß Spinner-Kack, ne? Normales Standard-Super-Gadget für Einsteiger, die bei den Kuhn-Freunden. Für Einsteiger bei den Kuhn-Freunden. Gibt dir das Recht, geringere Artefakte im Dienste von Kuhn and Friends einzusetzen. Okay, und hier haben wir das versteckte Messer. Gesundheit plus 7, plus 1 Hirn, Mumm plus 1. Ich lese erstmal vor. Ein uraltes Artefakt aus einer fernen Zeit, in welcher das Gute über das Böse triumphierte und in der es sehr viel Heuhaufen gab. Schön. Macht. Gibt mir alles 40. Das gibt mir 10 Macht. Gibt mir 15 Macht. Irgendwann, ich nehme das hier, ne? Hier. Den Kristallkondensator. Plus 4 auf Muskeln, 30 auf Gesundheit. 4 auf Mumm, 4 auf Hirn. Ultimativkrafterholung. Ich nehme erstmal das. Artefakte steigern deine Macht, welche über die Kampfkraft deines Teams entscheidet. Um stärkere Gegner zu besiegen, musst du stärkere Artefakte ausrüsten. Steigere deinen Heldenrang, um neue Artefaktplätze freizuschalten. Es verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superheldenabenteuern. Kannst auch selber welche basteln. Denk dran, Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Du solltest diese Sechstklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig, Arschlaut. Ach so ist das. Okay. Ja gut, dass Cartman mir das verraten hat jetzt mit der Macht und den Mädels und der Kohle, weil ich habe immer gedacht, das wäre anders. Du hast meine alternativen Kostüme für Spezialmissionen entdeckt. Ich habe den Wasseranzug gebraucht, als Professor Chaos Darks Pond ablassen wollte. Den Rüstungsanzug habe ich zum Schutz vor Humankinds Laser erfunden, falls er sich je gegen mich wendet. Aquapark. Ja, cool. Beste. Wieso muss ich mich mit diesem Neuen rumschlagen? Bin ich die Lebensberatung? Kannst du mir aus der Sonne gehen? Du willst also echt mit mir sprechen? Nervig für uns beide. Kann ich mit dir? Nee, kann ich nicht. Wieso muss ich mich mit diesem Neuen rumschlagen? Ja, ist okay. Blöd, Mann, dann gehe ich halt wieder. Kuhn, du bist ein Arsch. Aber ich mag dich. Nein. Die Artefakte sind ein wichtiger Teil deiner Power, Kumpel. Am besten stimmst du die Artefakte auf die Kräfte ab, die du im Kampf verwendest. Bis zum nächsten Tipp. Okay, das heißt, es war jetzt doof mit dem Artefakt, oder was? Ich blick durch das noch nicht so ganz durch. Egal, Inventar, haben wir wieder neue Sachen. Ja, schön. Kunstgegenstände. Komponenten, okay. Crafting. Crafting Rang 8. Ach, da guck mal, hier da kann ich diese Dings. Okay. Crafting Rang 17. Geht, glaube ich, alles bis 100 hoch, ne? Ja. Da jedenfalls. Oh, nach aus. Was haben wir hier? Gegengift. Guck mal, das könnte ich schon herstellen, theoretisch. Wiederbelebungstrank brauche ich ein Wasser und Pillen für, ne? Medizin, erhältlichen Restaurants. Und eine Sportflasche, erhältlichen Restaurants. Wir haben ein paar neue Kostüme. Yay! Ein BH-Kopf. Farbe ändern. Das sieht doch hübsch aus. Denk dran, ich bin absoluter Farben-Idiot. Ich nehme das, was... Keine Ahnung. Irgendwas anderes. Das sieht doch hübsch aus. Irgendwas, was bescheuert aussieht. Das ist die Hauptsache. Hauptsache schön bescheuert. Accessoires. Nee, da bleiben wir bei der Brille. Schöne Sternchenaugen. Wollte ich auch nicht. Neuen Bart habe ich. Das Doppelkinn. Und neue Haare habe ich, ne? Oh, da gucke ich jetzt nur einmal rein. Ja gut, sieht man jetzt gerade eh.
Aber vielleicht ändere ich die Kleidung mal. Eigentlich bleiben wir dabei. Kann ich die Farbe ändern? Ja. Schönes schniekes Schwarz. Und die Hose. Ach, das ist die Hose. Okay. Und im keine Ahnung, ich würde sagen, das ist so eine Art Kackbraun hier. Hauptsache, es sieht bescheuert aus. Schade, dass ich die Farben nicht ändern kann. Aber bescheuert ist gut. So. Fantastische Neuigkeiten. Das Schnellreisesystem läuft. Zoom. Entschuldigung. Oh, was haben wir hier denn? Schnellreisefreischaltung. Oh, hey, dies ist deine erste Schnellreisestation. Such weitere, die werden dir das Leben erleichtern. Das machen wir. Aktiviere die Schnellreisestation auf der Hauptstraße, aber erst verprügelt. Hier, Mizi, komm, Mizi. Wirf einfach einen Stein. Nein, ich darf einen Stein schmeißen. Wirf doch stattdessen einen Böller. Hey, die sind teuer. Gib dir den Stein. Du Pussy, zünd das Scheißding an. Hey, der kleine Viertklässler schon wieder. Jetzt gibt's mal richtig auf die Fresse. Kampfvorteil. Uahaha. Besiege die Sechsklässler. Das hatte Cutman uns ja auch gesagt. Wollen wir uns wirklich mit den Sechsklässlern anlegen? Keine Gnade, Leute. Klar, ladet alle eure Viertklässler-Freunde ein. Mehr Spaß für mich. Zeig uns, was du drauf hast. Kampfschwierigkeit. Casual-Helden haben einen Vorteil. Heroisch. Helden und Gegner sind gleich stark. Super, hier ein Gegner haben einen Vorteil. Heroisch. Also, verstehe nicht. Im Pausemenü kannst du die Schwierigkeiten jederzeit anpassen. Will ich das? Nein. Warte mal, Y, ne? Wie viel macht das denn? Nur auf ihn, ne? Ihn dahinter auch noch? Hack mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Was ist denn als nächstes dran? Warte mal, ich überlege mal gerade. RB 8 abbrechen, das ist RB, ne? Ja. Ich mach, glaube ich, mal den hier. So, muss ich trotzdem Schritt vorgehen. Der geht dann beiseite. Oh. Dann mache ich den hier. Und bam! Das gibt garantiert eine Narbe. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Au, das wird mir tun. Ja. Ohne zu zucken. Respekt. Ey, Kollege, du brennst. Viertklässler versohlen. Geile Sache. Lass dich da von deinem Freund passieren. Laser online. Du gibst mir jetzt mal bitte den hier. Wieso geht das nicht? Ach so, ich muss ein Feld aussuchen. Ah, okay. Auf ihn hier. Stehst bereit, hier kommt Kite. Plus 46 Schutz. Yay. Breaks Blocks Kräfte erlauben es ihm, Schaden abzulenken. Geteilt Anzeigen verwerfen. Blockkräfte wehren bis zum Ende des nächsten Zuges Schaden ab. Okay. Ein Charakter, der blockt, wo steht das denn mit dem Blocken? Das ist Angriff? Das ist Verhöhen oder sowas, ne? Egal. Ein Charakter, der blockt, nimmt nur Schaden, wenn er zurückgestoßen wird oder der Angriff so viel Schaden anrichtet, dass er den Block durchbricht. Probier Craigs Blockkräfte aus, indem du Y drückst. Okay. Wer braucht am meisten eine Trachtprügel? Das hier macht zwar keinen Schaden, gibt dir aber ein Schild und macht mein Ziel. Hau rein, Neuer! Dieses. Es ist so genial! So, wie viel hast du denn noch? Riecht das irgendwo und ich könnte dich jetzt töten, theoretisch, ne? Was? Sechsklässler können nicht sterben! Wir sind unsterblich! Soll ich quälen? Ich wähle dich! Ich schieb dir die Faust so tief in den Arsch, dass ich dir die Zähne putzen kann! Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Ich bin drin! Okay. Du bist gerade in den Ballon. Dann stell ich mich jetzt mal hier hin.
Ich gebe dir nochmal. Du kannst auf mich zählen! Also los! Und dann machst du jetzt. Den? Dieser Move ist gegen eine schwache Klasse, habe ich kaum gesehen. Mach sie fertig, Saftsack! Kommst du dahin? Das nenne ich eine Ansage! Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie! Jungenkeit ist startbereit! Okay, den heile ich mal. Ja, das ist der Jetstream zum Heilen. Ziemlich praktisch. Ziemlich praktisch. Ich bin dran. Ich kann leider die nicht sehen, wo der Dude gerade ist. Guck beenden. Los, Wunderarsch. Ja, ja. Das müsste reichen, ne? Ja. Hat was. Für Viertklässler seid ihr echt zerbrochen. Oh oh. Ja. Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Ich zum nicht. Wetter, aus dem Westen nähert sich der Zorn des Kite. Oh, ein Feld vor. Na komm. Keine Sorge, ich kümmere mich. Scheiße. Also das fällt mir echt noch schwer, ne? Bin ich schon am Zug? Okay. Da. Nee, geht wahrscheinlich nicht, ne? Abbrechen. Dann positioniere ich mich mal hier. Und dann bis RB. Hallo? Hau sie weg, so. Neuer! Mit dir gehe ich jetzt hier hin. Oha, der stirbt nicht mal davon. Ja, egal, dann halt außer Reichweite. Ultimative Fähigkeit. Kein Arsch lässt es so krachen wie deiner, Furzlord. Ich bin jetzt dran. Ey. Ah! Scheiße gelaufen, Neuer. Ich sterb nicht als Jungfrau. Ja, klar. Bäm. Du hast gewonnen. Mageddon platt und 24 Dollars. Schick, schick. Okay, das war ziemlich cool. Geile Teamarbeit. Okay, geile Aktion. Warte nur, bis sich rumspricht, dass wir 4 Sechsklässler verprügelt haben. Das fördert das Franchise. Obwohl dich jetzt natürlich alle Sechsklässler im Visier haben. Das war ein Fehler, ziemlich dumm. Okay, jetzt besorg uns noch mehr Follower. Okay. Aber jetzt komme ich hier lang. Hallo, ich bin's. Hast bei Kryptonit nichts angegeben? Bist du unbesiegbar? Das geht nicht. Laut den Regeln brauchst du eine Schwäche. Such Moskito, der hilft dir. Ich übertrage den Rest auf deine Karte. Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen. Zur Schule? Der Vater irgendwas? Nutze. Okay. Achso. Ah, entdecken. Schnellreise, Freischaltung, Hauptstraße. Glückwunsch, das Schnellreisesystem ist voll für. Ist bereit. Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern. Bei Schwierigkeiten kommt Blitzfreak vorbei. Bis dann! Verbündeter freigeschaltet. Blitzfreak. Ja, es war jetzt ein bisschen doof. Hast du bei Sloppy Seconds was für uns übrig gelassen? Nö. Alter, was geht denn jetzt ab? Ich lese das gerade nicht, sorry, aber...
Kann ich da? Wow. Scheiße. Wie ich da oben die Hand. Oh, kann ich mit dir reden? Bist du auf der Flucht? Ist dir die Regierung auf den Fersen? Eigentlich nicht. So, ich fange hier jetzt mal an. Erstmal die Haupt. Du zerstörst hier gerade einen zarten Moment. Oh, wow, Entschuldigung, ich guck doch nur. Sorry, ich mag keine Kinder. Deswegen bist du auch hier, ne? Unglaublich, dass eins von euch Monstern in mir drin ist. Aber nicht mehr lange. Deswegen ist das ja auch eine Abtreibungsklinik, ne? Wir haben neue Vorräte reinbekommen. Trotz knapper Fördermittel. Oh, ein Kondom. Der alte Gladiator. So, leichter als eine Waffe zu kaufen. Bis zum nächsten Mal. Schön. Dann haben wir doch schon mal das Kondom gesperrt. Tschüss. Achso, A drücken, ne? Dann komme ich auch wieder raus hier. So. Dann gucken wir mal, was hier ist. Highlight Boy zu. Ja, ich gucke mich doch nur ein bisschen um, Kollege. Alte Pizza, Tortillas. Kann ich mit dir sprechen? Krasses Spektakel gestern Abend. Krasses Spektakel. Tut mir leid, komm wieder, wenn du mehr Klassen auf deinem Superheldenbuckel hast. Okay. Der gute Mann will meinen Freund nicht so. Ach, das Postoffice. Erinnerst du Schneckenpost? Ja, ich erinnere. Ja, ich erinnere richtige Briefe. Und erinnerst du auch noch Schreibschrift? Klar, ich erinnere. What the heck habe ich da gerade Postmitarbeiter Abschiedsbrief. Erstmal überall reingucken. Gesperrt, okay. Unter uns, bei den Bullen hier habe ich ein ungutes Gefühl. Immer fleißig, was? Ich wünsche dir viel Glück. Danke, tschüss. Mehr gibt's hier anscheinend nicht. So, die Mobile. Willst du ein Vertragsupgrade? Nur zu verständlich. Wie kann ich dich von unserem Freundes- und Familientarif überzeugen? Gar nicht. Hey, Meister. Ich hab neues Zubehör. Okay. Na, guck mal. Boombox-Anzug. Rezept, Boombox-Handschuhe. Kleber. Die Mobile-Angebot, $30. Ich hab nicht so viel Geld. Danke für deinen Einkauf bei die Mobile. Ja. Oh, liebend gerne, sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Okay, dann kriege ich bei ihm hier wohl nur ein Selfie, wenn ich bei ihm was kaufe. Das können wir uns aber noch nicht leisten. Ihre Taschenmesser. Hat dir deine Mama das angezogen? Jemand sollte mal ein ernstes Wort mit ihr reden. Moment, das habe ich selber angezogen. Ich habe zu tun, Süßi. Geh spielen. In Ordnung. Da wird Wendy aber echt überrascht sein. Das ist Wendys Mom? Cool. Freunde. Yay, Mrs. Testerburger. Jo, Wendys Mutter. Okay, kann ich zurück an die Arbeit? Danke. Cartman sagt, dass Wendys Mom ein echt schönes Büro hat. Oh, noch ein Bild. Nein! Komm ich da hin? Lol, ist das nicht... Ja. Schieb mich höher. 4 von 5. Das nicht... Die... Ach. Edgars Kleber. Ey, es ist doch hier das Büro, wo... Ja, ich erinnere mich. Das ist die Crackliga,
Oh, gesperrt, schade. Hier, Crack-Baby-Liga, Basketball-Liga, Gedöns. Alter, es war so genial. Ich finde das. Verbessertes Gegengift. Und das müsste hier der Whirlpool sein, wenn ich mich recht entsinne, wo Cartman in der KFC-Soße gebadet hat oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das so richtig ist, aber ich meine schon. CBAA, ja, das ist das Office, 100 Pro. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und in der Wanne sollte eigentlich KFC-Soße von Cartman noch drin sein. Geil. Ach, schön.